Nein, das ist das. Nein, das ist Sapporo. Genau, Sapporo. Olympische Spiele Sapporo, waren wir dabei, ja. Also mit 16 hat es eigentlich angefangen mit dem Alpinen in der Mannschaft. Im Zusammensein, ja, mit dem Alpinen? Also 10 Jahre. Oh, da habe ich ja, bis 76, schau, das ist jetzt Olympia, Innsbruck. Das war natürlich mein Glücksjahr. Wegen dem Glücksschweindel, das habe ich vom Christian gekriegt, das ist da an meinem Kittel dran. Oh, da sind wir gesprungen. Das war ein Trainingskurs. Sölden. Sprung ins Glück. Das wollten die Fotografen immer. Die wollten immer einen Sprung, einen Sprung. Ist ja schon eine Zeit lang her, wenn man das so sieht. Und dass das so lang hält, ist aber, glaube ich, schon einfach das, was uns am intensivsten zusammenhält. Unser Leben in der Natur, das Aufwachsen, die Kindheit in der Natur. Wir haben das Glück, dass um uns herum lauter Berge sind. Da geht man auf Anhöhe rauf und dann schaut man einfach runter ins Tal. Das ist für mich immer so das Schöne. Ein Lebensweg, den man geht, auf die Höhe hinauf und dass man dann in Ruhe runterschauen kann. Und dann merkt, wie klein man als Mensch selber ist und dass man auf das, was dort alles um einen rum ist, dass man sehr achten muss drauf und dass man mit der Natur achtsam umgeht. Und um das geht es eigentlich. Und dass man alles, was aus der Natur kommt, dass man das schätzt. Und ich glaube auch von dem her jetzt, wenn wir auf Möbel kommen, dass man es schätzt, aus welchem Material die sind. Am schönsten ist ja auch, wenn man die Natur dann von draußen zu sich ins Haus holen kann. Und praktisch das auch, was man draußen empfindet, dann an den eigenen vier Wänden wiederempfinden kann. Und dort auch einen Teil von der Kraft zurückbekommt, die einem draußen zum Beispiel ein Wald oder ein Baum gegeben hat. Ja, das ist halt ein Material, das lebt und das ist ja das Schöne. Und wenn es auch mal knackt oder knistert, ist das ja einzigartig. Also das ist nichts Totes. Es ist kein totes Material und das ist das Wichtigste. Ein Holz, das lebt, das atmet, nimmt Feuchtigkeit auf, gibt es wieder ab und das spüren wir einfach und da fühlen wir uns wohl. Wenn du so Naturmaterialien hast, dann spürt das die Hand, die Haut, die Füße, wenn du drüber gehst, das ist eigentlich ein anderes Gefühl. Das eigentlich das ist, sehr zufrieden macht. Das ist macht. Genauso, als wenn man da über die Haut. Ja, ja. Das, wenn du über die Haut streichelst. Genau. Ist schön. Das ist das. Aber streicheln wir mal übers Holz, dann ist das auch schön. Für mich ist noch wichtig, dass man eine Einheit in seine Wohnräume reinbringt. Dass man also diese Natürlichkeit des Holz, dass man die besonders im Schlafzimmer findet und auch im Bad. Und dann weiß ich, in jedem Raum, da geht es mir gut. Also wir können eigentlich vom Glück sagen und sind sehr froh, dass wir so eine Firma gefunden haben und dass wir vor allen Dingen auch die netten Leute dort kennengelernt haben und sind also selig damit.